Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Toni Wachsmut übernimmt in Zwickau Verantwortung außerhalb des Platzes. Urheberrecht Getty Images. Beim Drittligisten FSV Zwickau tauscht Toni Wachsmut zum Ende der Saison das Trikot mit einem Anzug. Der Kapitän übernimmt einen neuen Job im Club. Der langjährige Kapitän Toni Wachsmut vom Drittligisten FSV Zwickau beendet im Sommer seine Karriere als Profi und übernimmt stattdessen das Amt des Sportdirektors. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die Aufgabe, weil ich den Verein, so wie er ist, richtig cool finde, sagte der 32-Jährige. In der laufenden Saison bestritt der Innenverteidiger bislang 22 von 24 Ligaspielen für den FSV. Als Sportdirektor tritt Wachsmut die Nachfolge von David Wagner an, der die Position 10 Jahre lang bekleidete. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige. Während seiner Amtszeit stieg der FSV von der Oberliga bis in die 3. Liga auf. Ich durfte mit dem FSV 10 ganz tolle Jahre erleben, für die ich sehr dankbar bin, sagte Wagner.